Ich habe mich relativ kurzfristig entschieden, jetzt wirklich nach Potsdam zu gehen. Jetzt zum Beispiel schwimmen wir gerade ziemlich viel in letzter Zeit. Das sind dann so ja, 25 bis 30 Kilometer. Dafür fahren wir momentan ein bisschen weniger Rad. Das sind dann nur so 130 Kilometer die Woche. Also die Trainingslager muss ich alle selber bezahlen. Und da kommt halt eine Menge auf mich zu und deswegen ist es gut, dass mich die jetzt so unterstützt. Ja, als nächstes fahre ich ins Trainingslager nach Südafrika. Ja, im März ist so ein Leistungstest. In dem Test entscheidet sich quasi, für welche Rennen man sich qualifiziert. Also Top 6 qualifiziert sich zum Beispiel für die Weltcuprennen. Wenn alles glatt läuft, könnte es klappen.